Herzlich willkommen zurück, schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin's, euer Sly, und naja, wir mussten das letzte Mal pausieren und zusammenschneiden und so. Darum jetzt halt auch diese zusammengeschnibbelten Folgen. Wir machen weiter. Hallo? Wir warten auf Lieutenant Anderson. Setzen wir uns hin. Ja, dann konnten wir das neue Büro, ne? Na, hören wir uns mal an, was hier so liegt. Knights of the Black Death, Heavy Metal, jawohl! Oh, wir sind Analysemotors. Pizza. Donuts. Auch geil, Donuts sind nice. 452 Kalorien, gesättigte Fettsäuren, Cholesterin, Kohlenhydrate. Red mir meine Donuts nicht schlecht. Kaffee. Kalter Kaffee, Spuren von Koffein. Oh, Bonsai-Bäumchen tot. Ja, Bonsai-Bäumchen. Donuts? Wichstuch? Ah, tschö. Hat er nicht laut gesagt. Moment. Anti-Androiden-Patrolen? Parolen? Nutze dein Gehirn, nicht deine Androiden. Androidenfreie Zone. Ja. Kenne ich nicht. Ah, wir haben noch Baseball-Cap. Detroit Basketball. Okay. Hier unten noch irgendwie was? Oh, da ist noch was. Streichhölzer. Jimmy's Bar. Holz und Phosphor. Da fehlt der Schwefel. Haare. Hundehaar. Bernardina. Guck mal, hier habe ich noch was und da habe ich noch was. Mehr als 50 Festnahmen im ganzen Land. Detroits Gesetzgeber haben der wachsenden Red-Eyes-Epidemie der Stadt einen massiven Schlag versetzt und etliche namhafte Dealer und Lieferanten hinter Schloss und Riegel gebracht. Es wurden Betäubungsmittel im Wert von 500.000 beschlagnahmt. Der Delfin Hank Anderson, ein junger, aber enorm talentierter Detektiv, soll maßgeblich am Erfolg dieser Operation beteiligt gewesen sein, deren Planung Monate gedauert hat. Der Polizeichef beschreibt die Arbeit von Detektiv Anderson und seinen Kollegen als vorbildliche investigative Polizeiarbeit. Fancy. Gab's da noch mehr? Detektiv Anderson zum Lieutenant befördert. Und im Mittelsdetektive, den wir jetzt sehen konnten. Beförderung sei lange überfällig gewesen und beschrieb Anderson als einer der talentiertesten Polizisten, mit denen ich je zusammengearbeitet habe. Man vermutet, dass der neue Lieutenant die Department schnell aufsteigen wird. Und er gilt bereits als Favorit für die Position des Kommissars. Neue Rekordmenge Red Ice in Detroit beschlagnahmt. Fast eine Tonne Red Ice im Zuge der langwierigen Ermittlungen. Was? Okay, da hat ein bisschen was hinter sich, der Junge. Oh, warte mal, das muss ich mir noch gerade anschauen. Ja, gut. Kev. Real Police. Asshole. Nice Girl. Okay. Interessant. Hallo, Lieutenant. Mein Name ist Connor. Ich bin der Android von Cyberlife. Gott, gestern hattest du eine Kugel im Kopf. Mein Vorgänger wurde bedauerlicherweise zerstört. Aber Cyberlife übertrug seinen Speicher und schickt mich als Ersatz. Der Vorfall sollte die Untersuchung nicht behindern. Oh, scheiße. Oh, fuck. Hank! Das kann ich mir in vorstellen, mein Büro. Dass das sich komisch anfühlt. Er sagt Hank, aber wir gehen mit. Jeden Tag landen 10 neue Androidenfälle auf meinem Schreibtisch. Einzelne Vorfälle gab es schon immer.
Einer alten Dame kam der Hausandroid abhanden und so ein Mist. Aber jetzt kommen Berichte über Überfälle und Morde rein, wie der Kerl letzte Nacht. Das ist nicht länger nur Cyberlifes Problem. Es handelt sich jetzt um eine Ermittlung und wir müssen das aufklären, bevor die Scheiße hochkocht. Ich will, dass du die Fälle übernimmst und nach einer Verbindung suchst. Warum ich? Warum muss ich mich um diese Scheiße kümmern? Kein Polizist im ganzen Land ist dafür weniger geeignet. Ich weiß einen Scheißdreck über Androiden, Jeffrey. Ich finde nicht mal den Wecker in meinem eigenen Telefon. Alle sind überlastet. Ich glaube, du bist für diese Untersuchung absolut qualifiziert. Bullshit! Es will nur keiner diese scheiß Androidenfälle übernehmen und ich muss das Ganze immer wieder ausbaden. Cyberlife hat uns diesen Androiden zur Unterstützung geschickt. Es ist ein hochmoderner Prototyp und jetzt dein Partner. Auf keinen Fall! Ich brauche keinen Partner und schon gar keinen von diesen Plastikwichsern! Hank, du gehst mir so langsam wirklich auf den Sack. Du bist Polizeilieutenant. Du hast gefälligst zu tun, was ich sage. Und deinen verdammten Mund zu halten. Weißt du, was mein verdammter Mund dir sagen möchte? Okay, okay. Das habe ich jetzt nicht gehört. Denn sonst müsste ich deiner Personalakte ein paar Seiten hinzufügen. Und die ist eh schon dick wie ein scheiß Roman. Dieses Gespräch ist beendet. Jeffrey, scheiße, warum tust du mir das an? Du weißt, wie sehr ich diese scheiß Dinger hasse. Warum tust du mir das an? Pass auf. Ich hab jetzt echt genug von deinem Gemecker. Entweder machst du deine Arbeit oder du gibst deine Marke ab. Jetzt entschuldige mich, ich bin beschäftigt. Da ist einer zornig. Ich freue mich sehr, im Team zu sein. Ich versichere Ihnen, dass ich mein Bestes... Mach die Tür hinter dir zu. Oh, fuck you. Einen schönen Tag, Captain. Charmant wie ein Stück Toastbrot. Ha! Ah, okay. Captain Fowler ist gerade nicht verfügbar. Da nochmal das Buch und... Okay, wir gehen zu Hank. Ich verstehe, dass die Zerstörung meines Vorgängers für Sie unangenehm war, Lieutenant. Ich werde mein Möglichstes tun, damit sich das nicht wiederholt. Wir sind jetzt Partner, da wäre es schön, sich näher kennenzulernen. Gibt es hier irgendwo einen Schreibtisch für mich? Den da benutzt gerade keiner. Oh Gott, der ist angefressen. Ja, er ist richtig angefressen. Alles klar, guten Hunger. Und danke für den Lurk. Sie sind Detroit Gears-Fan, nicht? Denton Carter hat gestern 53% der Würfe von der Dreierlinie versenkt. Haben Sie das gesehen? Das Spiel wollte ich mir gestern in der Bar ansehen. Oh. Hank mag mich immer mehr. Sie haben einen Hund, ja? Woher weißt du das? Die Hundehaare an Ihrem Stuhl. Ich mag Hunde. Wie heißt Ihr Hund? Hast du die Proben angeguckt? Was geht's dich an? Das Labor sagt, das Zeug wurde geschnitten. Sumo. Vielleicht ist das eine neue... Er heißt Sumo. Wir brauchen echte Forensik. Kennen Sie die Knights of the Black Death? Ich mag diese Art von Musik. Sie ist so energiegeladen. Du hörst Heavy Metal? Naja, ich höre Musik nicht im eigentlichen Sinne. Doch ich würde gern. Ich wäre genauso irritiert, wenn mir ein Android erzählen würde, dass er Heavy Metal mag. Kennen Sie Captain Fowler schon lange? Ja, zu lange. Es gibt viele Leute, die sich nicht gern mit Androiden umgeben. Ich frage mich...
Haben Sie einen konkreten Grund, warum Sie mich nicht mögen? Ja. Und der wäre? Es gibt einen. Okay, zwei positiv, zwei negativ. Plus, minus, null. Ich frage mich, kommen Sie eigentlich immer um diese Zeit ins Büro? Ich komme, wenn ich komme. Jetzt hör auf zu nerven, okay? Und drei negativ. Ah, doch nicht, okay. Wenn es Dateien über Abweichler gibt, würde ich sie mir gerne ansehen. Da steht dein Computer. Ich wünsche dir viel Freude. Fuck, hat er mich gerne, ey. Okay. Verschwinden, Opfer. Gordon Lopez. Der Klicker berichtet, er habe seinen Androiden wie immer zu Hause gelassen, als er zur Arbeit gegangen sei. Als er zurückkehrte, konnte er den Androiden nirgendwo finden. Keine Spuren eines Einbruchs ins Apartment. Der Android hat die Wohnung möglicherweise ohne Befehl verlassen. Charles Bell. Der Kläger behauptet, er sei vom Androiden des Modells angegriffen worden, der als Kellner bei der Restaurantkette Fast Corny Dogs arbeitete. Der Kläger behauptet, der Androiden habe ihn unerwartet angesprungen und versucht, den Mann zu erwürgen, bevor er den Ort verließ. Der Android ist immer noch flüchtig. Sarah Cornwall. Die Klägerin behauptet, von ihren Androiden angegriffen worden zu sein. Der Android hat außerdem mehrere Räume des Hauses verwüstet, bevor er geflüchtet ist. Floyd Mills, der Kläger, der Manager des Eden Clubs, berichtet von ungeklärten Verschwinden eines Sexdruiden. Der Android verschwand, nachdem er einen Kunden zu seinem Haus begleitet hat. Und ist nie zum Club zurückgekehrt. Was ist daran gleich? 243 Dateien. Die erste von vor 9 Monaten. Alles begann in Detroit und breitete sich im ganzen Land aus. Ein AX-400 hat gestern Abend offenbar einen Menschen ermordet. Das könnte ein guter Ansatz für unsere Untersuchung sein. Ich weiß, diese Untersuchung kommt ungelegen, Lieutenant. Aber sie regeln das sicher professionell. Warum verpisst du dich nicht einfach? So viel Liebe. Hey, hast du die Proben angeguckt? Das Labor sagt, das Zeug wurde geschnitten. Mein Auftrag ist diese Mission, Lieutenant. Vielleicht ist das eine neue Ich werde nicht darauf warten, bis Sie wieder Lust haben zu arbeiten. Pass auf, Arschloch. Wenn es nach mir ginge, würde ich euch alle auf den Müll werfen und ein Feuer machen. Also nervt mich bloß nicht. Oder ich vergesse mich noch. Lieutenant? Es tut mir leid, wenn ich störe. Ich habe Neuigkeiten über den AX-400, der diesen Kerl getötet Stören. Hat. Er ist wohl im Ravendale-Distrikt. Bin dran. Okay, wir fahren doch hin. Hank mag uns sehr. Okay, Hank ist auch scheint eine gängige Sache zu sein. ich habe hier ein paar Dinge nicht. Oh, krass, okay. Aha. Ja gut, ich bin jetzt nicht verwundert, wie das hier ausgeht. 97%, Hank hat eine Spur, naja. Geht so. Ist ja eine Freundschaft in weiter Entfernung. Schauen wir mal, wie das ausgeht. Was sagen meine Freunde? 100%, die haben alles genauso gemacht wie ich. Sehr schön.
Ja, schauen wir mal. Passt eigentlich zum Kapitel. Ich weiß, wir hätten technisch noch 5 Minuten, aber das ist eigentlich so genau passender Zeitpunkt. Dann ist das halt nur eine Viertelstunde-Folge. Nicht schlimm, es wird wieder Folgen geben, wo 5 Minuten mehr sind. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut, euer Sly. Ciao.